Panama City, Höhlenstadt, 5285 Meter. Da haben wir die Höhlenstadt erreicht. Der einzige Ort in Aqua, wo man noch echt einen Felsboden unter die Füße bekommt. Gut gemacht, ich dachte schon, meine letzte Stunde hat geschlagen. Du warst deine 2000 Credits wert. Kein Problem, war mein Vergnügen und pass auf dich auf. Oh, cool. Ja, speichern wir erstmal. So. So. Nee, Spiel beenden nicht. Was haben wir denn da so? Wir haben den Palazzo El Nino, den Wohntrakt und Sir Peter Tavern. Geschäftsmann. Oh. Was gibt's? Wenn du mir nicht die neueste Ausgabe von Aqua Girl bringst, kannst du gleich abziehen. Wollte nur mal so ein wenig rumhören, wie es mit kriegerischen Aktionen hier aussieht. Ha, kommst du gerade recht, Söldner. Hier hat jeder jeden auf dem Kieker. Das ist die Tornado Zone. Und wen hast du auf dem Kieker? Wäre da ein Job für mich drin? Nix mit Kieker, aber ich hätte da eine Fuhre Schmugglerschnaps nach Scavenger zu bringen. Kann aber selber hier nicht weg, Geschäfte. Möchtest du dir 1900 verdienen? Ja. Klar. Yo, ich sorg dafür, dass du die Fracht an Bord kriegst. Gib's einfach in Scavenger bei Marley Wool ab. Mary Wool. Ob die wohl Wollhändlerin ist? Ich glaube nicht. Wohntrag, Ingenieur. Hey Fremder, wie schmeckt dir unser Atemgas in Atacama City? Ich bin der zuständige Ingenieur. Sagen wir, es ist außergewöhnlich. Wie ist die Zusammensetzung? Tja, wir benutzen das Helinox, das uns Entrox verscherbelt, jagen es durch einen Dekontaminator und versetzen es mit Surface One. Okay, ihr reinigt es weitestgehend von seinen radioaktiven Bestandteilen, aber was ist Surface One? Haben wir aus der Clansunion. Sie sagen, dass genau so die Erdoberfläche riecht. Woher wollen Sie das wissen? Niemand war jemals oben. Sie sagen, dass Sie das Rezept für den Duft aus alten poetischen Büchern haben. Ja, es riecht irgendwie erdig. Ich dachte, das kommt von den Felswänden. Zum Teil, die Wände von Atacama City bestehen weitestgehend aus massivem Naturgestein. Das ist einmalig in Aqua. Ich habe gehört, dass viele Menschen extra deswegen hierher kommen. Es ist ein unmittelbarer Kontakt zur Erde. Keine Titaniumschicht dazwischen. Genau so ist es. Die Leute fangen an zu träumen. Sie finden etwas wie ein Heimatsgefühl. Ja, ich erinnere mich an alte Märchen, dass Atacama City von abtrünnigen Familien der Clansunion gegründet wurde. Und dass es hier gigantische Riesenkalamare geben soll, die ihr Leben den nahen heißen Quellen verdanken. Haha, ja, ich kenne diese Märchen. Es gibt Leben bei den Quellen, den Hot Vents. Chemosynthetisches Leben, aber keine Monster. Ja, und ihr macht aus diesem chemosynthetischen Eiweiß ein Bombenexportgeschäft, gerade jetzt zum bevorstehenden Jahrestag in Neopolis. Von wegen, die Atlanta zahlen uns lächerliche Summen, diese Ausbeuter. Von dem mageren Gewinn machen sich Warlords wie Santiago und Willy Boy Stanton ein schönes Leben. Ja, für die reicht es. Und der kleine Mann guckt in die Röhre. So ist es. Also schön mit dir zu reden. Ich muss weiter. Lichtfreund. Ja. Was haben wir sonst noch? Frank Martin und Jasna Ostovich. Mit dem Frank sollen wir noch reden. Oh, was hast du? Keine Ahnung, mir ist so schwindelig. Kein Gefühl im rechten Bein. Mist, vielleicht ein Kohlendioxidabfall. Und was tun in so einem Fall? Benutze deine eigene Atemgasflasche. Das Gemisch dort ist bestimmt besser als das auf dieser Station. Hä? Na gut, war das doch nicht der, mit dem wir reden sollten? Keine Ahnung. Kannst du mir helfen? Kommt drauf an. Um was geht es? Sagt dir das Hochdruck-Nervensyndrom etwas? Keine Ahnung, nie gehört. Informiere dich erst einmal. Ja, wo? Wie? Was? Was? Wo denn? Na gut. Waffenhändler, was haben wir denn? Ja, naja. Also hier, der hat noch nicht mal die beste Waffe, Mensch. Und ich dachte, das soll so eine tolle Stadt sein. Also die beste Waffe unter den Vendettas natürlich. Diese Hammerheads sind übrigens das sind richtig gute Torpedos. Oh, und da gibt es sogar die Big Bang 2. Ja, verkaufen wir die mal. Die 1er-Version und die kaufen wir die 2er-Version. Und so einen kaufe ich auch nochmal. Das hat seine Gründe, die sind beide gegen Bomber. Das eine ist zwar eine Clusterwaffe, also das heißt, die verstreut so ganz viele Dinge auf dem Boden. Aber
Oh, ich hasse dieses Dock. Gegen große ist das sehr gut. Scavenger, ja, da müssen wir den Schnaps hinbringen und natürlich werden wir dabei aufgehalten. Dass Alkohol eine lebensgefährliche Droge ist, hast du ja schon immer gewusst. Aber dass man ihn noch nicht mal trinken muss, um daran zu sterben. Jedenfalls fordert die Gruppe Anarchos vor Scavenger eine ganze Nüchternheit. Die machen wir platt, machen wir die. Das haben die sich so gedacht. Und ich kann das gerade gar nicht lesen, was sie da unten geschrieben haben. Das gucken wir uns gleich an. Ich muss ja erstmal ein bisschen kämpfen. Ach, guck mal einer an, ey. Unser Sohn Nah war noch nicht mal bereit. Und wir haben schon zwei Gegner platt gemacht. Na, ich möchte hier nach da. Schwupps, das war es auch schon. Und das ist Scavenger hier? Moment. Was ist das denn? Das sind doch auch Gegner. Anarcho, gib uns den Schnaps. Wir sitzen schon seit Monaten auf dem Trockenen. Ziel erfasst. Das sind doch böse. Anarcho Mama, Anarcho Papa. Hier, dem geben wir mal gleich die Klasse. Du hast unsere Vorsicht. Die Clusterbombe werden wir dem direkt mal reinhauen und dann zeige ich euch, warum ich das gemacht habe. Da seht ihr, warum. So. Torpedo bereit. Wir hätten den Autopilot schon aktivieren können, aber jetzt machen wir halt so platt. So. Will noch jemand was, ne? Der hat noch... Aufschaltung geortet. Ich werde meine Familie rächen. Tja, mein Papa ist schon tot. Vielleicht solltet ihr euch ein anderes Gewerbe suchen, wenn Deadeye Flint unterwegs ist. Schwupps, so einfach geht das. Na, Flint, mal wieder einen Clan vernichtet. Unser Gewissen. Super. Unser Gewissen hat uns gerade gesagt, na, Flint, mal wieder einen Clan vernichtet. Schön. Ja, sieht wohl so aus. Wir haben nicht zuerst geschossen. Gut, wir wollten zuerst schießen, aber dann haben sie geschossen und dann durften wir schießen. Also wir machen den Autopilot an. Anfahrt auf Scavenger. Scavenger, Abbau von Blauschlick. 2540 Meter. Von Blauschlick. Und das sieht doch hier so fast so aus, als hätten sie ein abgestürztes Schiff irgendwie als Stadtteil genommen. Garcias Lounge, Waffenlager. Wir machen erstmal unser Schiff heile. Der erste Gang geht oft in die Waffenkammer. Und können wir uns mittlerweile... Na, können wir nicht. Können wir leider nicht. Da gucken wir hier in die... Oh, das ist aber schöne Musik. Fuller. Ne, Eva, wir müssen das noch... Verzieh dich, Söldner, ich habe schlechte Laune. Aber wieso? Ich bin doch jetzt hier mein Fangzähnchen. Oh Gott, der Algen. Wieder so ein gnadenlos langweiliger Egomane. Ich und langweilig, der Meeresboden wird aufgefüllt durch mein Erscheinen. Pah, geh und putz dein Torpedorohrspinner. Wenn dann halt nicht. Vielleicht der Barkeeper? Du suchst bestimmt eine Braut, Soldat, habe ich recht? Ja. Pah, wir haben niedliche Mädchen hier. Aber sie werden schnell alt. Das ist kein Leben, das ist auf den Tod warten. Ich habe dort drüben eine gesehen. Die ist doch recht hübsch und frisch. Frauen bleiben in der Aasfresserstation nicht länger, als die Hoffnung auf einen Lotto gewinnen. Tja, wenn ich es mit solchen Jammerlappen wie dir zu tun hätte, oder... Sie brauchen einen Grund, um hier zu bleiben. Streng dich an. Ja. Wie dem auch sei, dort drüben das Mädchen heißt Eva. Was für ein komischer Name. Sie ist nett. Probier dein Glück. Ja, haben wir doch schon. Dein Freund da drüben sagt es ganz nett. Ein Jammerlappen. Schade, sonst ist es eigentlich in Ordnung. Kann ich aber verstehen. Ihr habt kein leichtes Leben hier auf Scavenger. Sagt das denen, die dafür verantwortlich sind. Wie ist dein Name? Flint, Emerald, Deadeye, Flint. Du scheinst nett zu sein, Deadeye. Was tust du? Ich schlage die Zeit tot. Das gleiche tue ich mit den bösen Jungs. Ein Söldner. Ich habe nicht viel für Totschläger übrig. Sie sind der Grund, warum es uns so mies geht. Ach was, manche beschützen mich doch auch. Ja? Du meinst, sie teilen sich den Job? Die einen wollen uns umbringen, die anderen beschützen? Bullshit, das ist ein Männerspiel. Hm.
Wie steht's mit dir? Willst du mit mir spielen? Sicher, warum nicht? Ich habe nicht viel Gelegenheit zum Spielen bei den Männern auf dieser Station. Okay, wo ist der Spielplatz? Du kommst am besten in 4 Stunden ins Wohnviertel, Apartment Delta 8. Ich warte auf dich. Sorry, Eva, aber so weit plane ich nie im Voraus. Och, ist der doof. Wollt ihr jetzt hier in der Bar, oder was? Toll. Oh Mann, schon wieder ein Tourist. Was redest du da? Ich bin geschäftlich hier. Pfeift drauf, Jungs aus Neopolis. Stürzt euch auf uns und saugt unser Blut. Na na, Lady. Ich kann mich beherrschen. Was ist denn los? Ihr könntet unsere besten Wissenschaftler mit Geld. Ihr lasst uns hier in der Zone regelrecht austrocknen. Profitiert von den Billiglöhnen, aber steckt nichts rein. Ich habe recht wenig mit Politik zu schaffen, aber genau das ist doch die Tornado-Zone. Für Geld verkauft ihr eure Familien. Blödsinn, wir müssen überleben. Wir kämpfen fast täglich mit enormen Verwirbelungen. Durch die oberflächlichen Tornados. Verdammt viel verseuchtes Wasser hier unten. Na und, was kümmert es euch? Verantwortung ist euch doch genauso egal wie den Bonzen in Neopolis. Hauptsache ein schnelles Geschäft machen und ansonsten mit gejammert. Ich sag dir was, Söldner. Ich habe 3 Kinder. Also es war nicht schwer, ihnen hier in Zukunft zu schaffen. Vielleicht liegt das daran, dass ihr die meiste Zeit damit verbringt, euren Warlords eine angenehme Gegenwart zu verschaffen. Da hast du recht. Durchgehackte Spinner wie dieser Boche Santiago verhindern ja regelrecht den Fortschritt. Das stabilisiert ihre Macht. Santiago wird nicht sonderlich gern gesehen, was? Er ist der mächtigste Mann im Pazifik. Manche vergöttern ihn, andere würden ihm am liebsten ein Messer reinlagen. Ja, wir werden sehen. Mir scheint, dass seine Götterdämmerung bevorsteht. Und werden wir die sein? Wer weiß. Fuller, hallo Fuller. Verdammt, was willst du? Bist du Fuller? Lass mich in Ruhe, Söldner. Woher weißt du, dass ich Söldner bin? Zu spät mit deiner Ruhe war es im Moment zu Ende, als du mich zum ersten Mal gesehen hast. Söldner erkennt Söldner. Wie heißt du? Wer will das wissen? Vielleicht fällt mir mein Name wieder ein, wenn ich deinen weiß. Oder ich zum Beispiel. Mein Namen habe ich in den Sträflingskolonien des Shogunats verloren, Söldner. Lichtbruder, ich war auch dort. Ein Jahr, mein Name ist Deadeye Flint, Fuß von El Topo. Deadeye, der beste Kampfpilot aller Ozeane. Darauf trinkt der alte Fuller ein. Wie geht's dem alten Maulwurf, El Topo? Er hat ein Problem. Ein ganz großes Problem. Hab ich gehört. Du hast einen seiner Schwefelfrachter verloren. Schwefel war ganz sicher nicht an Bord des Kahns. So, sag schon, was du weißt. Die kleine schwarze Box, Boris Santiago, hat sie. An Bord der Big Fat Mama, seinem Riesenfrachter. Santiago, diese miese Kröte aus den Manganknollenfeldern. Was will er damit anfangen? Er ist in den letzten Jahren reich geworden. Er will die Tornado Zone ganz allein für sich. Dann hat er das Monopol auf Manganknollen. Chemosynthetisches Eiweiß und den Technologieschmuggel. Und er will Entrox entmachten. Dann hat er auch als einziger außerdem das Know-how für die Sprungschiffe. Ich habe gehört, dass er einen der Wissenschaftler der Machina Antarktika entführt hat, damit er ihnen hilft, die Sprungschifftechnologie zu kopieren. Er wird mächtiger, als es Aqua gut täte. Ja, El Topo hat da wirklich ein Problem. El Topo ist beinahe am Ende. Er hat kaum noch Kohle. Die Föderation hilft ihm nicht, obwohl er streng genommen in ihrem Sinn arbeitet. Jetzt hängt alles an dir, Flint. Ja, das ist doch immer so. Das sehe ich auch so. Ich werde Santiago stoppen. Du brauchst dazu ein wirklich gutes Boot. Ja, das haben wir zurzeit nicht. Hervorragende Bewaffnung. El Topos Leute können... Und hervorragende Bewaffnung? El Topos Leute können dir nicht weiterhelfen. Er gibt es nicht gerne zu, aber er steckt einen Meter tief im Schlick. Keine Sorge, ich kriege ein Boot. Und ich werde zurückkommen und Santiago in Stücke schießen. Hört sich gut an, Flint. Kennst du jemanden, der einen Job für mich hätte? Hier rennt ein gewisser Chris Krüger herum. Ist Kapitän der Poseidon, ein Frachter von Bentos Unlimited. Finde ihn. Er sucht jemand wie dich. Probier's in Atacama City. Danke, sieht so aus, als ob ich wieder voll im Geschäft wäre. Naja, voll im Geschäft würde ich das nicht nennen. Und die Musik hat mich da gerade extrem angenervt. Hier in der Halle ist es schön still. Reden wir doch mal mit Mary Wool. Ach genau. Hä? Was hast du denn für mich? Was hast du denn für mich? Ich habe euer Feuerwasser. Großartig, du bist dein Geld wert. Kriegst die volle Summe. Danke, Mary Wool, das war's dann. Halt die Ohren steif, Fremde. War gut. Und der gute Tubby Escobar? Ich bin Tubby Escobar, Fremder. Du hast atlantische Kleidung an. Das trägt der Mann von Welt. Nicht jeder kann in Tornado so ein Lumpenlock rumlaufen.
Es ist gefährlich, einen Einwohner der Zone zu verspotten. Wir kennen den Himmel und die Hölle. Wir sind vom Teufel getauft worden. Blass dich nicht auf, Escobar. Ich komme auch aus der Tornado Zone. Willst du damit sagen, du bist einer von uns? Ja, ich könnte dein Bruder sein. Mein Vater war hier in Atacama City recht aktiv. Aha, möge die Dunkelheit mit dir sein, Bruder. Was tust du hier? Ich brauche einen Job. Wir müssen uns immer einschleimen. Job, Hör zu, du tust mir einen Gefallen und dafür besorge ich dir einen Job. Was für einen Gefallen? Du bringst eine Ladung Diamanten aus dem Roten Meer zu Lisa X nach Anthropoint. Gefährlich, die Sache? Lisa ist gefährlich, der Job nicht. Wie ist mit der Bezahlung? Ich bezahle gar nichts, aber Lisa hat dann echt einen Männerjob für dich. Bringt was ein. Okay, machen wir mal. Wir können jeden Job gebrauchen, auch wenn er erst in zweiter Hand zu uns kommt. Nach Enterpoint müssen wir den bringen. Von wegen, der Job ist nicht gefährlich. Gar nicht weit von Scavenger entfernt lauern dir Crayoles Leute auf, die ganz und gar nicht harmlos sind. Und sie lieben Diamanten eindeutig mehr als dein Leben. Da draußen ist ein Bomber. Keine Chance, dieses waffenstarrende Monster alleine zu bekämpfen. Und das will ich mal wissen. So, der erste ist doch jetzt schon down. Oh, Torpedo. Wow, wow, wow. Im Boden fliegen. Hat er uns erwischt? Ne, ich glaube nicht. Uiuiui. Erstmal machen wir ihn jetzt platt. Und dann gucken wir uns an, was sie erzählt haben hier. Fahren Sie Richtung Nav A. Unsere Gun Tower bieten Ihnen Schutz. Der Bomber macht uns doch ganz schön Ärger. Da fährt er. Chase View. Sollen wir es versuchen? Komm, wir versuchen es mal. Ziel erfasst. Von unten. Ich glaube von... Oh, Achtung, ja. Torpedo. Ha, in den Boden geflogen. Mit wahrscheinlich sehr unwendige Torpedos am Start. Schön von hinten angreifen. Ja, das war jetzt nicht gerade von hinten. Immer rein damit. Ich könnte mein Torpedo benutzen, ich weiß. Aber im Moment geht es noch ganz gut so, wenn wir hinter ihm bleiben. Einfach schön hinter ihm bleiben. Wie viel hält er denn aus? Komm schon. Ja. Ah. Der wäre erledigt. Da ist er, da fehlt doch noch ein. Da ist er. Dich kriege ich auch noch. Gegner? Ich weiß gar nicht. Nochmal Glück gehabt. Intro-Basis. Aufschaltung geortet. Such dir das nächste Mal einen anderen Dummen. Erst um Hilfe bitten und dann die Arbeit alleine machen. Was sind das für Dinger, die auf uns schießen? Ich mach Autopilot an. Lisa, wie lange willst du noch da rumhängen? Ich will meine Diamanten.